Laserboy wurde von einem Laserstrahl erwischt und danach hatte er seine Superkraft. Ich weiß, dass ich hier irgendwo einen Laser hab. Nein, auch nicht. Oh! Oh nein. Was war das denn eben? Ich denke, ich weiß, was das gerade eben war. Ich wurde gerade von einem Laserstrahl getroffen. Und bestimmt habe ich jetzt schon eine echte Superkraft dadurch. Fragt sich nur, welche Kraft das ist. Norman Man wird nun versuchen, mit nur einem Sprung über dieses Haus hinwegzuspringen. Oh nein, da ist ja Norman. Das sollte reichen. Wie? Was hat er denn vor? Keine Ahnung. Wir tun so, als wäre nichts. Ah, ich habe gerade vor, über dieses Haus zu springen. Mit einem einzigen Sprung. Hat da gerade jemand was gesagt, Mandy? Ich habe nichts gehört, Sarah. Hier ist doch keiner. So ein Unsinn. Ich bin hier. Hallo? Ich bin's. Norman Man. Das gibt's ja nicht. Ich stand doch direkt vor Ihnen. Und Sie haben mich einfach nicht gesehen. Und das bedeutet... Ich bin unsichtbar. Das ist meine Superkraft. Ich bin der unsichtbare Norman Man. Und jetzt werde ich es den anderen zeigen, denn ich bin der allerbeste Superheld der ganzen Welt. Fehlt nur noch eine Katastrophe, vor der ich Ponty Pandy rette. Irgendwas richtig Schlimmes. Ponty! Dort! Der Feuerhund 2000! Wer rettet die zwei bloß? Atomic Boy! Pass gut auf, James! Oh nein! Das biometrische Identifikationssystem begegnet den erkannten Subjekten mit negativen Intentionen. Was? Es erkennt Menschen und jagt sie! Und so hat der unsichtbare Norman Man die Chance, die ganze Welt zu retten vor dem nutzlosen Atomic Boy. Sei vorsichtig, Norman. Wozu denn vorsichtig? Ich bin unsichtbar. Was bedeutet das ich? Halt mal, ihr könnt mich sehen? Ja, wir sehen dich alle ganz genau, Norman. Aber das bedeutet, der sieht euch und mich. Lauf, Norman! Nein. Hoffentlich passiert da nichts mit meinen Benzinkanistern. Oh, oh. Ich rufe lieber schnell Feuerwehrmann Sam.